Problem zunächst präzisieren. Das geschieht in der Analysephase. Hier muss man sich Gedanken machen in der Analysephase über die zulässigen Anfangsgrößen bzw. Eingabewerte. Und die betreffen genau Folgendes. Es muss exakt beschrieben werden, wo der Hamster im Territorium stehen darf anfangs. Es muss exakt beschrieben werden, in welche Richtung der Hamster guckt. Gut, exakt kann auch heißen, er guckt beliebig. Aber es muss irgendwie angegeben werden. Es muss beschrieben werden, wie viel der Hamster an Körnern im Maul hat. Für jede Kachel muss angegeben werden, wie viele Körner auf ihr liegen. Und für jede Kachel muss angegeben werden, ob eventuell eine Mauer auf ihr platziert ist. Das sind zulässige Anfangsgrößen und ein Programm muss letztendlich korrekt arbeiten für alle zulässigen Anfangsgrößen. Wenn diese Anfangsgrößen beim Start des Programms hinterher nicht stimmen, dann muss das Programm nicht unbedingt korrekt arbeiten. Aber für alle zulässigen Anfangsgrößen muss es korrekt arbeiten. Und das hier sind die Endgrößen oder hinterher Ausgabewerte. Wo soll nach Beendigung des Programms der Hamster stehen? In welche Blickrichtung soll er schauen? Wie viele Körner soll der Hamster am Ende im Maul haben? Und wo, auf welchen Kacheln im Territorium sollen noch wie viele Körner liegen? Das heißt, die Endgrößen sind im Prinzip identisch zu den Anfangsgrößen, mit Ausnahme der Mauern. Da muss man sich bei den Endgrößen keine Gedanken drum machen, weil die können ja nicht umgesetzt werden. Die sind hinterher immer so, wie sie am Anfang beim Start des Programms waren. Ja, und dann gilt es noch, sich Überlegungen dazu zu stellen, was gibt es für Constraints oder Randbedingungen bezüglich des Lösungsweges. Darf der Hamster in dem gegebenen Beispiel auch mal vom Berg abweichen, das heißt irgendwo in der Gegend rumlaufen. Eine schon etwas mehr präzisierte Aufgabenstellung zum gegebenen Problem ist die folgende. Der Hamster steht mit Blick Richtung Ost vor einem regelmäßigen Berg, unbekannter Höhe, aber es gibt keine Überhänge. Er muss nicht unbedingt direkt vor dem Berg stehen. Die Stufen des Berges sind jeweils eine Mauer hoch. Der Hamster habe mindestens so viele Körner im Maul, wie Stufen existieren. Auf dem Territorium befinden sich keine Körner. Außer den Mauern des Berges befinden sich keine weiteren Mauern im Territorium. Der Hamster soll den Berg erklimmen und auf dem Gipfel anhalten. Auf jeder Stufe und nur dort soll er ein Korn ablegen. Auf dem Weg zum Gipfel muss er immer in Berührung zur Wand bleiben. Das ist jetzt zumindest eine schon mal wesentlich mehr oder besser präzisierte Aufgabenstellung. Auch hier gibt es sicher noch Schwächen drin. Sie können ja selber mal überlegen, was noch nicht wirklich exakt beschrieben ist.